Zeit eher bist du auf was Kraftvolles, Schnelles oder auf was Gemütliches? Gemütlich war halt auch eher so ein bisschen länger in die Asanas bleiben, ein bisschen einschnauern. Gut, dann haben wir halt den gleichen Gedanken. Oberschenkel? Ja, oh, yes. So viel auf Schulter gemacht. Oh, yes. Oberschenkel. Lass mir was einfallen. Unteres Kreuz. Okay, unterer Rücken? Ja. Gut, das hängt eh so viel zusammen, weil der Hüftbeuger hat oft Spannung und das zieht dann auf den unteren Rücken. Ja, da werden wir jetzt halt was Feines suchen. Gut. Wir beginnen in einem aufrechten, bequemen Sitz. Die Schultern nach hinten unten sinken lassen. Genau. Und dann greifen wir mit der rechten Hand den Zeigefinger der linken Hand. Einfach nur den Finger umfassen. Die Augen sanft schließen. Und tiefe Atemzüge zum Ankommen. Zum Einspüren. Versuche mal in den linken Zeigefinger hineinzuspüren. Lass dir dafür genug Zeit. Vielleicht kannst du ein feines Pulsieren wahrnehmen. Die Zeigefinger sind über den kleinen Energiekreislauf im Körper mit den Nieren und mit der Blase verbunden. Und so tun wir unseren Nieren und der Blase was Gutes, wenn wir den Zeigefingern ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Geh dann mit deiner Aufmerksamkeit zum Atem. Einfach nur spüren, wie der Atem fließt, ohne ihn zu verändern, zu vertiefen. Einfach nur natürlich ein- und ausatmen. Und dann beginne behutsam den Atem zu verlängern, zu vertiefen. Atemfluss gefunden hast, dann beginne mit der nächsten Einatmung bis 7 zu zählen. Mit der Ausatmung zählst du ebenfalls bis 7.
Atempause, in der Atemfülle und in der Atemlängere. Du gestaltest die Pause nur so lang, wie es für dich angenehm ist. Bleib mit der Konzentration beim Atem und dann im Wechsel greif den rechten Zeigefinger mit der linken Hand. Wenn du das nächste Mal ausgeatmet hast, dann lass diese Art der Atemlenkung wieder los. Atme ganz natürlich in deinem Rhythmus weiter. Löse die linke Hand vom rechten Zeigefinger, bewege gerne die Finger und die Handgelenke ein wenig durch. Und dann lass die Hände nochmal in den Schoß sinken. Gib dir noch einen Moment Zeit, bevor wir in die Bewegung übergehen. Gib mit deiner nächsten Einatmung beide Arme über die Seiten an. Die Augen bleiben noch geschlossen. Und bring ausatmend die Hände zu deinem Herzzentrum. Und senke den Kopf Richtung Fingerspitzen und öffne die Augen. Und dann atme ein, heb die Arme wieder über die Seiten an. Schau nach oben zu den Händen. Atme aus in eine Drehung zur rechten Seite. Schön einrichten, gerade Rücken, die Schultern entspannt. Gesichtszüge ganz weich. Einatmend den rechten Arm nach oben an. Atme aus und leg die rechte Hand auf den linken Oberschenkel. Mit der Einatmung die Arme über Kreuz heben. Gib die Handflächen oder die Handrücken zueinander. Sehr gut. Die Hände weg vom Gesicht. Spür die Dehnung zwischen den Schulterblättern. Dann atme ein in eine leichte Rückbeuge. Atme aus und komm in eine Vorwärtsbeuge, runde den Rücken. Einatmen, sanfte Rückbeuge. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Ein drittes Mal. Mit der Einatmung hochkommen, die Arme heben. Und ausatmen, Twist zur linken Seite. Schön einrichten in der Drehung. Die
die Schultern entspannt. Und dann atme ein, heb den linken Arm an. Ausatmen zum rechten Oberschenkel. Mit der Einatmung die Arme hoch und dann bring die Handflächen oder Handrücken zueinander. Genau, die Hände weit weg vom Gesicht. Einatmen, sanfte Rückbeuge. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen. Ausatmen. Ein drittes Mal. Mit der Einatmung hochkommen, die Arme lösen und nach oben hin. Mit der Ausatmung setzt die Fingerspitzen auf den Schultern auf und beginne große Kreise mit den Ellbogen zu zeichnen. Schau, dass sich die Ellbogen, wenn möglich, vorne sogar berühren. Und die Richtung ändern. Löse die Hände und dann krabbel mit den rechten Fingerspitzen ganz weit rüber zur rechten Seite. Genau, atme ein, heb den linken Arm zur rechten Seite rüber. Du darfst gerne nur ein bisschen weiter zur rechten Seite krabbeln, aber schau, dass der linke Sitzbeinhöcker gut verwurzelt bleibt. Ausgezeichnet. Krabbel mit den Händen wieder nach hinten und dann wechsel die Seite. Einatmen, den rechten Arm heben und schauen, dass der Abstand passt. Und wieder zurück zu mir. Gut, einatmen, die Arme hoch. Mit der Ausatmung verschränkst du die Hände hinter dem Rücken, genau, greifst zu den Schultern. Ja, sehr gut. Dann zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule, wirke einem Hohlkreuz entgegen und lehn die rüber zur rechten Seite. Komm zurück zur Mitte. Nur mit dem Bauchnabel bewusst zur Wirbelsäule ziehen und rüber zur linken Seite. Und zurück zur Mitte. Löse die Hände, bring die Sitzunterlage zur Seite und komm in den Kniestand. Stell den rechten Fuß zur Seite auf, sodass die ganze Fußsohle den Boden berührt. Komm auf die Fingerspitzen. Dann atme ein ins geführte Hohlkreuz. Ausatmen, runde Rücken. Einatmen, geführtes Hohlkreuz. Ausatmen, runde Rücken. Die ganze Fußsohle bleibt auf dem Boden liegen. Ganz in deinem Atemfluss ein paar Wiederholungen. Noch einen Atemzug. Sehr gut. Neutrale Wirbelsäule, legt die Handflächen auf den Boden ab. Und dann atme ein, heb den linken Arm nach oben an. Atme aus und fädel unter dem rechten Arm durch. Schnapp dir gerne jederzeit einen Block für den Kopf. Und vielleicht magst du die rechte Hand nach vorne ausstrecken und so ein bisschen weiter rüber zur linken Seite. Dann entsteht so ein feiner Twist im Oberkörper.
Bring die rechte Hand wieder näher zum Körper. Atme ein und heb den linken Arm nach oben an. Ausatmen, alles zurück in den Vierfüßler. Den Oberkörper in alle Richtungen kreisen und durchbewegen. Schauen, wie es der Wirbelsäule, der Rückenmuskulatur geht. Gerne die Schultern in die Bewegung integrieren. Ich weiß, was sich jetzt fein anfühlt. So laut. Und komm zurück in den neutralen Vierfußstand und stell das linke Bein zur Seite auf. Auf die Fingerspitzen. Mit der Einatmung ins geführte Hohlkreuz und mit der Ausatmung in den runden Rücken. Wieder ganz in deiner Geschwindigkeit, wenn du magst, schließ die Augen. Und die ganze linke Fußsohle liegt auf dem Boden auf. Ein Atemzug. Neutraler Rücken, leg die Handflächen auf den Boden ab. Und dann atme ein und zieh den rechten Arm nach oben Richtung Becken. Atme aus, fädel unter den linken Arm durch. Und du magst gerne die linke Hand wieder nach vorne ausstrecken oder sogar so ein bisschen rüber zur rechten Seite. Hineinatmen in die Drehung. Sehr schön. Dann bring die linke Hand wieder näher zum Körper und dann atme ein, gib den rechten Arm an. Und ausatmen, alles in den Vierfüßler. Wieder feine Bewegungen im Oberkörper zulassen als Ausgleich. Und wir treffen uns im neutralen Vierfußstand. Stellen wir die Zehen auf und fließen in den Außen herabschauend. Wir gönnen uns hier ein bisschen Bewegung für die Beinrückseiten, für den Rücken. Und geh mit kleinen Schritten nach vorne zu den Händen. Breiten Stand ein, die Knie gerne gut gebeugt, sodass der Oberkörper auf den Oberschenkeln aufliegt. Nacken entspannt, gelöst. Dann magst du feine Ja-Nein-Bewegungen machen mit dem Kopf. Und dann beginne abwechselnd immer ein Bein zu strecken, das andere zu beugen. In die Bewegung wieder zur Ruhe, beide Beine beugen und langsam zum Stehen aufkommen. Nimm mal einen hüftbreiten Stand ein, verlagere das Gewicht aufs linke Bein und dann versuche mal das gestreckte rechte Bein nach oben zu ziehen. Ein halten. Genau, so wie du, als ob du die Hüfte nach oben heben würdest, das Hüftgelenk. Und wieder abstellen. Gewicht aufs rechte Bein verlagern. Das gestreckte linke Bein heben. Und vielleicht ist es sogar leichter, wenn man die Zehen ein bisschen flext. Super. Und wieder abstellen. Andere Seite.
linke Bein, bring das rechte Bein zur Brust ab. Lege die rechte Hand aufs rechte Knie, öffne den linken Arm zur Seite. Fixiere gerne einen Punkt auf dem Boden und dann beginne das rechte Bein nach außen zu kreisen. Schön im Hüftgelenk einspüren, ob da alles in Ordnung ist. Sonst gerne die Kreise ein bisschen kleiner machen. Und stopp. Zieh das rechte Bein nochmal zum Brustkorb ran. Und abschalten. Dann ein bisschen auslockern. Rechte Bein verlagern, linkes Bein zum Brustkorb ziehen. Linke Hand zum linken Knie, den rechten Arm zur Seite öffnen und schöne Kreise mit dem linken Bein zeichnen. Das linke Bein nochmal zum Brustkorb. Und wieder abstellen. Gerne das Lastrücken. Mit der Einatmung die Arme heben. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Und dann stelle mal die Fingerspitzen vor dir auf. Lass das Becken nach unten sinken in die Hocke, aber nur so weit, wie die Füße auf dem Boden bleiben. Sehr gut. Und in die Vorwärtsfolge das Becken wieder hoch. Und nochmal in die Hocke. Und wieder hoch. Ein drittes Mal. Nochmal in die Hocke. Die Ellbogen schaukeln gemütlich von Seite zu Seite. In der Mitte wieder einpendeln. Die Hände auf die Matte. Mach mit rechts einen großen Schritt nach hinten. Leg das rechte Knie ab. Und dann wäre es ganz fein, wenn du dir für die nächste Asana zwei Blöcke neben dir platzieren könntest. Ja, leg die Hände aufs rechte, aufs linke Knie. Lass das Becken so schön nach unten sich. Sehr gut. Bis du feine Dehnung im Hüftbeuger spürst. Sonst gerne den Abstand noch ein bisschen anpassen. Dann atme ein, heb die Arme nach oben ab. Atme aus und lass nur den rechten Arm sinken. Dann brauchen wir jetzt den Fluch, dass wir uns den Boden ein bisschen näher ranholen und kommen in eine Seitbeuge zur rechten Seite. Wunderbar. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen, wechselst du die Seite. Einatmen zur Mitte, ausatmen die Seite wechseln. Einatmen zur Mitte, ausatmen zur linken Seite. Wieder Einatmung zurück zur Mitte und ausatmen. Legst du die Hände wieder auf den Knie. Schön ein bisschen hineinsinken lassen, weich werden im Hüftbeuger. Die Schultern entspannt, ja, genau. Okay, zurück in den Herabschalten. Unterschied wahrnehmen zwischen links und rechts.
spürbar. Atme hier tief ein. Mit der Ausatmung die Knie, Brustkorb und Kinn ablegen. Einatmen, kleine Kobra. Ausatmen, herabschauen, rund. Hier mit kleinen Schritten nach vorne gehen, die Vorwärtsrolle. Und dann schnapp dir nochmal die Ellbogen. Lass alles ganz schwer nach unten hängen. Nacken entspannt. Schultergürtel entspannt. Und wieder lösen. Mach mit links einen großen Schritt nach hinten. Erde das linke Knie. Und schau wieder, dass du den Abstand schön anpasst, so dass du Dehnung im Hüftbeuger spürst. Und die Hände auf dem rechten Knie ab. So hineinatmen. Einspüren, die Schultern entspannt. Mal aus, lass den linken Arm auf dem Block sinken, Seitbeuge zur linken Seite. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen, Seitbeuge zur rechten Seite. Einatmen, zur Mitte. Ausatmen, linke Seite. Einatmen, zur Mitte. Und nochmal zur rechten Seite ausatmen. Ein, zurück zur Mitte. Mit der Ausatmung die Hände nochmal aufs Knie. Zum Nachspüren hineinsinken lassen. Zum weicher werden, loslassen. Und zurück in den Herabschauen. Jetzt sollte es uns ausgeglichen anfühlen. Gerne ein bisschen durchbewegen. Schauen, was dir gerade gut tut. Atmen, herabschauen und Hund ein. Ausatmen, die Knie mit Brustkorb und Kinn ablegen. Einatmen, kleine Kobra. Ausatmen, herabschauen und mit der Einatmung das linke Bein hoch und ausatmen, nach vorne stellen, in die Grätsche drin. Die Zehen sind leicht nach außen gedreht. Genau, finde den passenden Abstand der Füße. Sinken lassen, den Oberkörper, Kopf entspannt. Atme ein in die halbe Vorbeuge, Oberkörper parallel zum Boden und ausatme tief. Komm langsam nach oben zum Stehen, roll den Oberkörper auf. Sehr gut, und dann beug die Knie, lass das Becken nach unten sinken, dann die Zehen ein bisschen weiter nach außen drehen, in die Goddess Pose. Dann zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule, bleib stabil in der Körpermitte, einatmen, die Arme heben. Aus, die Hände zum Herzen. Weiter nach unten sitzen. Genau. Und dann heb abwechselnd einmal die linke Ferse und die rechte Ferse. Die linke Ferse und die rechte Ferse. Bleib im Oberkörper schön aufrecht. Versuche das Steißbein ganz schwer nach unten sinken zu lassen.
Einatmen, die Arme strecken, die Beine strecken, nach oben kommen. Und ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze. Greif mit der linken Hand zum rechten Schienbein oder zum Knöchel. Atme ein und heb den rechten Arm nach oben an. Und wenn du magst, komm gerne in die gebundene Variante, indem du zum linken Oberschenkel greifst. Und langsam, behutsam wieder lösen in die Vorbeuge. Die Seite wechseln, mit der rechten Hand zum Schienbein oder zum Knöchel greifen. Einatmen, linker Arm zieht nach oben. Und wenn du magst, gerne in die gebundene Variante zum rechten Oberschenkel greifen. Behutsam wieder lösen, die ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganz. Und dann dreh die Außengrätsche nach vorne zum Mattenanfang. Schau, dass Knie und Sprunggelenk in einer Linie sind. Atme ein und komm nach oben in den Heilarsch. Ausatmen, tief nach unten sitzen. Die Hände am Hinterkopf verschränken. Ellbogen ziehen zu den Seiten. Schön das Herz heben. Brustraum öffnen. Sehr gut. Und stabile Beine. Versuch die Beine energetisch so ein bisschen zueinander zu ziehen. Oberkörper schön aufrecht. Noch ein Atemzug. Einatmen, in die Hände nach oben heben. Und ausatmen, auf der Matte ablegen, herabschauen. Tiefe Einatmung. Ausatmen, Knie, Brustkorb und Kinn ablegen. Einatmen, kleine Kuppel. Aus, herabschauen. Einatmen, das rechte Bein nach oben. Und aus, nach vorne abschauen. Zur langen Mattenkante drehen in die Grätsche. Wieder ganz gemütlich nach unten hängen lassen, den Oberkörper, den Kopf. Den Fingerspitzen ein bisschen nach hinten zu wandern. Zwischen den Beinen durch. Genau. Und wieder zurück nach vorne. Und geh mit den Händen zum rechten Fuß rüber. Versuch den Oberkörper sinken zu lassen. Und dann den Wechsel zum linken Bein. Und wieder zurück zum Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganz. Nach vorne drehen zum Mattenanfang. Knie und Sprunggelenk eine Linie. Hoch in den Heilarsch, einatmen, ausatmen, nach unten sitzen, die Hände am Hinterkopf verschränken, schönes Herz heben, Weg nach oben, Ellbogen ziehen zu den Seiten.
arbeiten, atmen, hineinspüren. Hände lösen, einatmen und ausatmen, herabschauen und tiefe Einatmung, ausatmen, die Knie, den Brustkorb, das Kinn, einatmen, kleinen Körper, aus, herabschauen und leg die Knie hüftbreit auf den Boden ab. Setz sie nach hinten ins Balasana. Gerne deine Variante, so wie es für die gemütlich ist. Entweder die Arme nach vorne oder am Körper Seitenrand nach hinten. Und ganz viel Aufmerksamkeit zu den Hüftgelenken, Oberschenkeln, Oberschenkelrückseiten. Und Vorderseite schicken. Gönn dir hier noch drei bewusste Atemzüge. Finde über Balasana auf deinem Weg in die Bauchlage. Breite die Arme in Verlängerung der Schulterlinie aus, wie ein großes T. Dann lege ich entweder das Kinn oder die Stirn auf den Boden ab. Und dann beug beide Beine und zieh die Fersen zum Gesäß. Pointe die Zehen. Pointen nach oben strecken. Genau, ausgezeichnet. Und dann greife mal mit der rechten Hand den rechten Fußrücken. Ziehe die Fersen nur näher zum Gesäß her. Stell die rechten Fingerspitzen den Spinnenfinger neben dir auf und dann roll auf die linke Körperhälfte in eine Schulterdehnung. Genau, der linke Arm bleibt nach außen ausgestreckt, die rechten Fingerspitzen aufgestellt. Und wenn du magst, dann darfst du gerne die rechte Hand hinter dem Rücken platzieren. Aber nur, wenn es sich in die Schulter nach gut anfühlt. Einen Atemzug.
Rücken, die Bauchlage. Streck den rechten Arm in Verlängerung der Schulterlinie aus. Die linken Fingerspitzen aufstellen und auf die rechte Körperseite drücken. Und auch hier gerne wieder, wenn du magst, die linken Fingerspitzen hinter dem Rücken aufstellen. Schauen, wie es den Schultern dabei geht. Sehr gut anscheinend. Noch ein Atemzug. Und wieder zurück in die Bauchlage. Und platziere die Hände neben dem Brustkorb, drück die Fußrücken fest in den Boden, Ellbogen schauen gerade nach hinten. Einatmen in die Kobra. Und ausatmen tief. Einatmen in die Kobra, die Hände vom Boden lösen, Kraft aus der Rückenmuskulatur. Und ausatmen tief. Einatmen, Kobra, die Hände weg vom Boden. Und ausatmen, tief. Beuge beide Beine. Und dann greift ihr mit jeweils einer Hand an den Fußrücken. Bleib gerne hier, wenn es für heute reicht. Oder wenn du magst, dann atme ein und heb den Oberkörper, den Kopf, die Oberschenkel vom Boden weg. In den Bogen und drück die Fußrücken fest in die Handflächen. Atme gleichmäßig. Und gemeinsam einatmen. Und ausatmen in die Bauchlage. Mach mit den Händen nach Holzballen. Leg die Stirn entspannt ab. Gib die großen Zehen zueinander, die berühren sich. Das Becken ein bisschen von Seite zu Seite schaukeln, den unteren Rücken entlasten. Stell die Zehenspitzen wieder auf, platziere die Hände neben dem Brustkorb, atme ein in den Vierfußstand und aus, herabschauend. Mit der Einatmung das rechte Bein nach oben strecken, ausatmen, die Hüfte öffnen. Lass die linke Ferse Richtung Boden sinken, die Schultern bleiben in einer Linie. Mit der Einatmung das rechte Bein nach oben strecken und ausatmen, Knie zur Nasenspitze. Einatmen, rechtes Bein hoch, mit der Ausatmung die Hüfte öffnen. Einatmen, rechtes Bein strecken und aus, herabschauende Hund. Zwei, drei Atemzüge im herabschauenden Hund. Und mit der nächsten Einatmung das linke Bein hoch. Ausatmen, die Hüfte öffnen. Lass die Schultern in einer Linie. Und die rechte Ferse sinkt Richtung Boden. Mit der Einatmung das Bein strecken. Ausatmen, Knie Richtung Nasenspitze. Einatmen, strecken. Und aus, die Hüfte öffnen. Einatmen, strecken. Aus, herabschauender Hund.
die Kniematten breit ablegen. Für einen Atemzug nach hinten sitzen, ins Breite überlassen. Komm auf die Fingerspitzen, heb den Kopf vom Boden weg. Und dann krabbel erst einmal so ganz weit nach vorne mit Fingerspitzen, sodass du lange Körperseiten kriegst. Genau, wenn möglich, lass den Hintern auf den Fersen liegen. Sehr gut. Und dann wander rüber mit dieser Länge zur rechten Seite. Den Oberkörper wieder sinken lassen. Komm zurück zur Mitte. Ganz, ganz weit nach vorne krabbeln. Mit dieser Länge rüber zur linken Seite. Weit nach vorne und mit dieser Länge lässt du den Oberkörper sinken, legst die Stirn auf den Boden ab. Gib den Oberkörper mit rundem Rücken an. Atme ein, die Arme heben. Ausatmen, Drehung zur rechten Seite. Schau, dass du möglichst aufrecht bleibst im Rücken. Ansonsten schnapp dir gerne einen Block, wenn der Boden zu weit weg ist für die hintere Hand. Einatmen zur Mitte zurück. Ausatmen, Twist zur linken Seite. Gemeinsam einatmen, zur Mitte zurück. Ausatmen, Hände auf den Boden ablegen in den Viertelstand. Platziere die Knie unterhalb von den Hüftgelenken. Und dann atme ein ins geführte Hohlkreuz. Und ausatmen, runder Rücken nach hinten sitzen in Balasana. Einatmen mit rundem Rücken nach oben ins geführte Hohlkreuz. Schöne fließende Bewegungen. Ausatmen, runder Rücken ins Balasana. Einatmen mit rundem Rücken hoch ins geführte Hohlkreuz. Ausatmen, runder Rücken, Balasana. Schließ die Augen und lass Atmung und Bewegung eins werden. Noch ein Atemzug. Wir treffen uns dann im Balasana in der Stellung des Kindes. Legen hier die Arme am Körperseitenrand nach hinten, legen die Stirn auf den Boden ab und machen ganz feine, kleine Bewegungen mit dem Kopf über die Stirn zur
Seite rollen. Stopp. Streck die Arme wieder nach vorne aus und komm mit rundem Rücken nach oben. Bring die Beine zu einer Seite und setz die nach hinten, sodass du die Beine nach vorne ausstrecken kannst. Die Fußsohlen berühren sich. Schnapp dir den rechten großen Zeh und versuche mal das rechte Bein zu strecken. Und wieder rein. Schnapp dir den linken großen Zeh und das Bein strecken. Oh, du kochst. Wessen Knie war das? Und wieder rein. Schnapp dir beide große Zehen und streck beide Beine. Halte das Gleichgewicht. Oberkörper aufrecht. Super. Und wieder beugen. Fast so laut wie die Knie. Unter den Unterschenkeln durchfädeln in die Vorbeuge. Nach oben kommen. Streck das linke Bein aus und leg den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel, den Knöchel. Flexe den linken Fuß. Sehr gut. Und dann lassen wir das Knie einfach nur schwer nach außen sinken. Wenn du Schmerzen im Knie spürst, dann komm gerne ein bisschen wieder aus dieser Position raus. Und wenn sich aber alles gut anfühlt, dann stütz dich hinter dem Rücken ab und stell das linke Bein auf. Die Taube im Sitzen. Wesentlich feiner als im Liegen. Die Taube für Faule. Ja, genau. Auslockern zwischendrin, schauen, was die Knie machen. Linker Knöchel auf den Oberschenkel. Rechter Fuß geflext. Ein bisschen Zeit nehmen zum Ankommen in dieser Position. Und hinter dem Rücken abstützen und das rechte Bein aufstellen. Je näher du das rechte Bein zu dir aufstellst, desto intensiver die Dehnung. Und wieder lösen. Und jetzt ausschütteln. Und dann stell beide Beine etwas breiter als hüftbreit ab. Und lass sie gemütlich von Seite zu Seite sinken. Gelenk wieder ausgleichen und neutralisieren. Hm.
bring die Füße in einen gemütlichen Schneidersitz, ganz in deiner Variante. Stell die Fingerspitzen vor dir auf und wandere mit den Händen nach vorne. Schau, dass der Rücken schön lang bleibt, also dass du da nicht rund wirst, sondern dass du wirklich schön lang bleibst. Ja, genau. Es muss gar nicht weit sein, dass man Dehnung in der Hüfte spürt. Streck das Bein, das du jetzt vorne hast, zur Seite aus. Schnapp dir einen Block und platziere den Block auf der Innenseite von dem Bein, das du jetzt gestreckt hast. Die Zehen sind geflext vom gestreckten Bein. Genau. Und dann platziere mal den Ellbogen auf den Block und stütze den Kopf auf. Finde da die richtige Höhe, so wie es für dich fein ist. Und dann heb den anderen Arm mit der Einatmung an und lass ihn ausatmen und Richtung gestrecktes Bein sinken, aber so ganz locker, so ganz gemütlich, entspannt. Beide Sitzbeinhöcker bleiben auf dem Boden liegen. Ja, sehr schön. Einatmung, beugst du dann den linke Arm nach hinten, sodass der Ellbogen schön nach hinten zieht, dass du da im Brustbereich eine Dehnung spürst. Super. Und dann komm langsam wieder nach oben. Wir wechseln die Seite. Also das linke Bein zur Seite strecken, das rechte Bein beugen. Den Block auf der Innenseite platzieren, mit dem Ellbogen abstützen, den Kopf in die Hand legen, so wie es fein ist, den rechten Arm heben und Richtung gestrecktes Bein sinken lassen, ganz gemütlich, ohne viel Anstrengung. Schau, dass die Sitzbeinhöcker auf dem Boden liegen bleiben. Die Ferse vom gebeugten Bein befindet sich ziemlich nahe Richtung Schambein. Okay, mit der nächsten Einatmung zieh den Ellbogen nach hinten oben. Und wieder lösen. Bauch- und Rückenmuskulatur gleichmäßig atmen. Gut. Die Beine der Matte entlang ausstrecken. Und dann roll die auf die rechte Körperseite. Streck den rechten Arm nach oben aus und leg den Kopf auf den Oberarm. Stell die linken Fingerspitzen vor dir auf als Stütze für die Balance. Und dann atme ein und heb das linke Bein nach oben an. Aber nur so weit, wie du die Balance halten kannst. Und dann versuch, die Ferse Richtung Decke zu schieben. Also die Zehen schauen eher Richtung Boden und die Ferse zieht Richtung Decke. Balance halten und atmen. Nochmal tief ein und mit
der Ausatmung das linke Bein sinken lassen. Zurück in die Rückenlage. Schnapp dir dann den Gürtel und leg den Gürtel um die rechte Fußsohle. Das rechte Bein streckst du nach oben aus. Versuch den für die passenden Abstand zu finden vom Gürtel. Und dann zieh mit der nächsten Einatmung das rechte Bein näher zum Oberkörper ran, indem du die Ellbogen beugst, der Kopf bleibt liegen. Genau, entspannter Nacken. Spüre nochmal ganz deutlich die Beinrückseite des Gesäßes. Wieder ein bisschen lösen. Wir bringen beide Gurtenden in die linke Hand. Breite den rechten Arm in Verlängerung der Schulterlinie aus und lass das rechte Bein zur linken Seite sinken. Schau entweder gerade nach oben zur Decke oder zur rechten Hand zur Seite. Das rechte Bein beugen, den Gurt lösen und wieder zurück in die Rückenlage kommen. Beide Beine zum Brustkorb ziehen, die Stirn durch die Knie anheben, alles klein machen. Atme ein und heb das rechte Bein nach oben an. Und dann versuch wieder die Ferse so Richtung Decke zu drehen und die Zehen Richtung Boden. Hervorragend. Gemeinsam einatmen. Mit der Ausatmung das Bein wieder sinken lassen, zurück in die Rückenlage. Dann schnapp dir wieder den Gurt und leg den Gurt um die linke Fußsohle. Das linke Bein nach oben ausstrecken. Und dann zieh das linke Bein näher zum Brustkorb ran. So, dass du Dehnung in der Beinrückseite spürst. Und wieder ein bisschen lösen. Die beiden Gurtenden in die rechte Hand geben, den linken Arm ausbreiten und das linke Bein rüber zur rechten Seite sinken lassen. Du schaust entweder gerade nach oben oder rüber zur linken Hand. Das linke Bein beugen, den Gurt lösen. Beide Beine zum Brustkorb ziehen.
kannst nach deinem Empfinden entweder den Kopf nochmal heben oder feine Bewegungen über den unteren Rücken. Dann leg jeweils eine Hand auf ein Knie, lass die Beine geschlossen und zeichne Kreise mit den Beinen. Und versuche den gesamten unteren Rücken zu erreichen. Und die Richtung ändern. Bring die Bewegung zur Ruhe, streck die Beine der Matte entlang nach vorne aus. Und dann flex die Füße, schieb abwechselnd eine Ferse nach vorne und wieder nach hinten. Die gleiche Übung, die wir im Stehen gemacht haben, jetzt im Liegen. Ganz eine wundervolle Übung für den Ausgleich für die Hüftgelenke. Stopp. Die Arme über den Kopf nach oben strecken und bring dann die Beine ganz weit zur rechten Seite. Die Arme liegen auf dem Boden. Und dann bring die Arme ganz weit rüber zur rechten Seite. Versuch den Rücken auf dem Boden liegen zu lassen. Leg das linke Bein über das rechte Bein und schnapp dir mit der rechten Hand das linke Handgelenk. Der Körper hat jetzt die Form von einem Halbmond. Du solltest eine feine Dehnung spüren in der linken Körperhälfte. Und versuch, beide Beine ausgestreckt zu lassen. Schick den Atem in die linke Körperhälfte. Und dann wechsle zur anderen Seite. Bring die Arme rüber zur linken Seite, die Beine rüber zur linken Seite. Leg das rechte Bein über das linke Bein und schnapp dir mit der linken Hand das rechte Handgelenk. Schließ die Augen und versuch den Atem in die Körperseite zu schicken. Wenn möglich, dann lass den Rücken auf dem Boden liegen. Gönn dir hier noch einen Atemzug. Und finde zurück zur Mitte. Lass gerne noch jede Bewegung zu, die dein Körper braucht, bevor wir in die Endentspannung gehen.
Zeigefinger einer Hand. Lass jede Art von Atembeobachtung los. Versuche den Körper schwer in den Boden sinken zu lassen. Versuche sanft und liebevoll zu dir zu sein. Dass sich Gedanken einschleichen, dann schick sie weiter, wie die Wolken am blauen Himmel. Gedanken kommen und Gedanken gehen.
Atem zu vertiefen. Spür den Körper, den Boden unter dir. Und noch feine Bewegungen mit den Händen und den Füßen. Lass die Bewegung etwas größer werden. Und dann streck und regel die Gene. Auf die rechte Körperseite, zieh die Beine zum Brustkorb an. Und schenk dir hier noch drei bewusste und tiefe Atemzüge. Mit geschlossenen Augen in eine aufrechte sitzende Position. Für ein gemeinsames Om atmen wir ein und vollständig aus. Gemeinsam ein. Spüre so den Urklang nach, diesem feinen Vibrieren. Und gib die Hände ins Anshadi Mudra. Den Kopf Richtung Fingerspitzen sinken und bedanke dich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Yoga-Einheit beim Atem, bei deinem Körper. Schenke dir ein zufriedenes Lächeln. Blinzelnd die Augen.